Weg, gelb Stich, weg, gelb Stich, weg, weg, gelb Stich, weg, 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 weg. Kein gelb Stich, Gott sei Dank. Kein gelb Stich. Kein gelb Stich, kein schöne silberne Platin. Kein gelb Stich, kein gelb Stich. Ja. Hi alle zusammen, ich grüße euch. Wenn möchtest du deine Haare von einer braunen Tonation in ein Blond zu färben, ohne das Gelbstich zu haben, oder wenn hast du schon den Gelbstich und möchtest du ihn loswerden, dann dieses Video ist für dich. Seh an, wie ich von meinem Ansatz, von dieser Farbe zu dieser komme. Bei Blondieren wird das Pigment aus dem Haar rausgezogen. Und deine Haare bei dem ganzen Prozess wären braun, dann rötlich, dann orange, gelb und am Ende blond. Wenn nach dem Rauswaschen hast du so orange-gelbige Haare, das bedeutet, die Farbe, das Blondierung war zu kurz auf dem Haar. Keine Sorge, ich habe eine Lösung für dein Problem. Ich blondiere jetzt meinen Ansatz speziell für dich und lasse ich den gelben Stich da. Wie man richtig blondiert, habe ich schon ein Video gemacht. Das verlinke ich hier unten und kannst du nachschauen, wie man richtig blondiert, dass da kein gelber Stich vorkommen. Aber jetzt wird blondiert. Wir sehen uns bald. Meine Blondierung ist fertig. Schau, die sind richtig gelb. Ich zeig dir hinten. Guck hier. Das sieht man richtig, den Gelbstich. Der wird gleich weg. Das ist meine Rettung, denn die erleicht Tönung von L'Oreal. Professionelle Quick Fix für Gelbstich, fast bei jedem Friseur. Hast du bestimmt schon gehört, manchmal bei einem Friseurbesuch, wann die Farbe ist nicht so richtig gut gekommen. Die Friseurin hat vielleicht gesagt, ja, das machen wir gleich, leichte Tönung, leichte, das wird alles okay, die Farbe kommt super aus. Das ist genau diese Quick Fix, diese Rettung. Denn Tönung ist für empfindliche, für kolorierte Haare. Das ist das Richtige für mich jetzt. Ich werde den Tönung mischen in eine Flasche. Im Verhältnis 1 zum 1,5 mit einem Oxidationsmittel. Das ist eine sehr einfache Methode, weil wir so eine durchsichtige Flasche. Du siehst genau, wie viel von der Tönung ist da drin. Und so kann ich dann immer abmessen, ungefähr, oh, sieht man jetzt. Das ist so viel Tönung, dann 1/2 von dem noch, von dem Oxidationsmittel. Da der Hersteller sagt, das soll man verwenden, ein Entwicklungsemulsion, genau von L'Oreal zu den Tönung. Aber ich verwende ganz normale andere Oxidations von anderen Marke. Der ist einfach 1/11 günstiger. Man kann dazu verwenden 1,9%, 2,7%. Oder 4,5% Oxidationsmittel. Ich benutze lieber 1,9. Der ist leichter. Kann man länger drauf lassen, aber ich mache den 1,7. Das mische ich ein bisschen und zum Ende, zu dieser ganzen Mixtur, kommt ein Schuss von Shampoo. Oh, Moment. Ach. So. Jetzt alles zudrehen und mixen und mixen, richtig schütteln.
Ich bin zugedeckt, mein Pullover nicht zu zerkleckern. Jetzt werde ich die ganze Mixtur drauf machen. Ganz leicht über den Scheitel, über den Gelbstich und schön mit Finger verteilen. Diese Masse ist so schön flüssig und verteilt sich ohne Problem über den ganzen Ansatz. Und mit dem Einmassieren tust du das alles noch ein bisschen weiter verteilen. Deswegen brauchst du keine Bedenken haben, dass irgendwelche Stelle bleibt nicht bearbeitet. So mache ich das die ganze Haare vorne, auf die Seite, alles schön massieren. Und hinten gehe ich dann ins Bad, mache ich den Kopf über die Badewanne und genauso werde ich fahren mit alle Haare hinten und später schön einmassieren. Danach, ungefähr 3 bis 10 Minuten, werde ich das lassen. Aber bleibe ich ständig vor dem Spiegel. Ich werde den Ansatz beobachten, dass er kriegt diese gewünschte Ton. Wann siehst du, das ist schon das Richtige, das gefällt dir? Dann abspülen. Das schäumt richtig klasse. Das Shampoo hilft noch dazu und macht die ganze Konsistenz noch leichter. Ich mag dieses Produkt. Der ist klasse. So einfach. Zum selber verteilen, ohne irgendwelche Bedenken. Und das ganze Gelbstich geht weg. Oh, 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 mein, mein. Man kann das in Schale alles so mischen und mit Pinsel auftragen. Aber ich finde, mit der Flasche ist einfach. Und kann jeder selber machen. So, schön reinmischen. So, jetzt gehe ich ins Bad. Mein Gelbstich ist weg. Schau hier. Wenn hast du mini Gelbstich, da werde ich dir raten, den Silbershampoo zu benutzen. Video dazu habe ich auch schon gemacht. Hier unten werde ich das Video auch verlinken. Aber wenn das gelbe Ton ist schon ein bisschen intensiver, da werde ich dir raten, genau diese Tönung zu benutzen. Auf meiner Website findest du alle Feinigkeiten, was betrifft den Tönung. Und dort kannst du klicken auf ihn und sofort besorgen. Sofort dein Gelbstich loszuwerden. Wenn bist du noch nicht mein Abonnent, abonniere jetzt meinen Kanal. Gib mir ein Like, teil meine Video. Das hilft mir unglaublich. Ich werde mich auch freuen auf deinen Kommentar, auf deine Frage. Die beantworte ich gern. Und jetzt, los, geh auf meine Website, besorg dir den Tönung und weg mit deinem Gelbstich.